Ja, moin Leute. Ich habe heute Holger Laudelei hier. Also viele von euch kennen ihn mit Sicherheit schon. Das ist ja wahnsinnig bekannt. Also er ist halt der Begründer der Balkonsolaranlage oder der Erfinder. Und einfach ein wahnsinnig spannender Gast. Wir unterhalten uns heute über Bürgerenergiewende. Wir unterhalten uns über Balkonkraftwerke natürlich, denn da gibt es eine Menge zu erzählen. Und wir unterhalten uns auch über die Petition, die wir gerade am Laufen haben. Es wird, glaube ich, sehr, sehr spannend heute. Also herzlich willkommen, Holger. Schön, dass du da bist. Ja, Andreas, freut mich, dass ich hier bin. Wir haben uns ja schon die ganze Zeit jetzt unterhalten, ne? Ja. Läuft gut, ne? Ja, läuft gut. Also, eigentlich müsste man sowas abbringen. Da kommen dann die harten Sachen. Ne? Da kommen die harten Sachen. Die Leute, seid froh, dass ihr das nicht mitgekriegt habt, was wir uns jetzt alles gerade erzählt haben. Das wollte gar nicht wissen, ne? Nee, genau. Also ich würde erstmal anfangen mit der Petition. Also es läuft nur noch einen Tag vermutlich, wenn wir das heute noch schaffen, das Video rauszuhauen. Also bitte, bitte unterschreiben, Leute. Hier unten ist der Link. Ne, vielleicht schaffen wir echt die 100.000 und je mehr Stimmen wir haben, desto mehr können wir den Leuten da echt auf den Sack gehen, ja, auf gut Deutsch gesagt. Also haut rein. Ja, genau so muss es sein, auf den Sack gehen. Ja, ja, aber kannst du nicht anders machen. Ne? Nee, also, du musst Theater machen, wenn du was erreichen willst. So, Balkonsolar. Du bist eigentlich quasi seit Anfang an dabei bei der ganzen Kiste. Ja. Und ich habe mal eine Umfrage gemacht, weil mich es interessiert hat, auch für die Petition, weil ich muss ja da eine Rede vor den ganzen Leuten halten, vor den Politiker-Spaßmännern. Du drückst dich ja noch vorsichtig aus. Ich bin nicht ganz so nachsichtig. Ja, ja, ich glaube, wir wissen, worüber ich spreche. Und da kam halt raus, ich habe mal gefragt, wer von euch hat eigentlich eine angemeldet? Kam halt mal raus, das war ja schon einige tausend Stimmen halt, 74% haben gesagt, habe ich nicht angemeldet und ja, typischerweise kein Bock. Kann ich nachvollziehen, ich hätte sogar noch mehr geschätzt, ich hätte das auf 80-85% geschätzt, weil keiner Lust hat auf diesen bürokratischen Irrsinn, der da abläuft. Ja, ja, total, ne? Also kannst du ja mal erzählen, also ich weiß nicht, was hast du da so erlebt, also du bist ja schon so lange dabei, also so der bekloppteste Bürokratie-Wahnsinn, den da. Ja, der bekloppteste Wahnsinn war, das hat jetzt nicht so viel mit Balkonsolar zu tun, aber das war in der Nähe von Berlin in Ludwigsfelde. Großanlage, eine ganze Straße autark machen. Und es lag da, die Zuschauer wissen vielleicht, es gibt ganz dicke Kabel in der Straße. Da lag auch ein dickes Kabel. Wir mussten ungefähr 120 kW an Leistung übertragen von einem Bau, der etwas weiter weg war. Und der Netzbetreiber, der war nicht dazu zu bewegen, dass wir dieses Kabel benutzen dürfen. Wir mussten ein zweites Kabel ziehen. Nee. Und der Hammer daran, das waren 280 Meter Kabelweg, die mussten gebuddelt werden. Wir haben also parallel zu einem Bestandskabel ein neues Kabel gezogen. Und das Ganze hat dann gedauert, bis wir wirklich am Netz waren, haben wir 2 Jahre gebraucht bei dem Netzbetreiber. Ich sage den Netzbetreiber, es war die EDIS. Ja, haben wir 2 Jahre gebraucht, um ans Netz zu kommen. Darüber gibt es einen interessanten Film drüber, die Gigasanierung. Ja. Da haben wir das im Detail gezeigt und wir mussten teilweise Sachen rausschneiden, weil der Netzbetreiber einfach nicht wollte, dass das gezeigt wird, was sich da für ein Wahnsinn auch noch bei der Inbetriebnahme abgespielt hat. Und wir haben da einen bürokratischen Wahnsinn getrieben. Das kannst du dir nicht vorstellen, was wir an Briefen geschrieben haben, an Gutachten erstellt haben. Kann man sich nicht vorstellen. Unglaublich. Ja, hat auch viel Geld gekostet. Wer hat es bezahlt? Der Kunde. Ein Kabel, 280 Meter... 250 Quadrat, muss ich keinem erzählen. Das kostet Geld. Ja, das kostet Geld, aber keine Frage. Also vor allem das war das Schlimmste, was wir erlebt haben, würde ich auch kein zweites Mal mitmachen. Und dann natürlich der Wahnsinn, Balkonkraftwerke bei VDE damals gestanden, als einziger, 10 Tage nach dem Herzinfarkt und habe denen gesagt, ich werde die Regeln ändern. Nicht? Die, ist ja klar, die VDE 0100, die 571, Teil 1 und 2 müssen ja, das sind die beiden Paragraphen, die geändert werden mussten. Mhm. Da haben die mir nettes Mittagessen spendiert und haben mich rausgeschmissen. Okay. Kann man mal so stehen lassen, würde ich sagen. Aber beim nächsten Mal waren wir schon zu fünft. Haben wir ja nicht locker gelassen. Letzte Sitzung, die ich mitgemacht habe, danke an die DGS, an die Deutsche Gesellschaft für Solartechnik. Die haben dann irgendwann mal übernommen, weil bei mir wurde es dann auch irgendwann mal enger. Ja, klar. Und weil es auch finanziell nicht mehr machbar war, das Ganze. Nicht? Da spielten sich ja Dinge ab, das war ja der Oberwahnsinn. Und ich habe bis zur 9. Sitzung mitgemacht, da waren wir schon 270 Leute. Und da hat ein Ingenieur, ich sag auch die Firma, das war, ich sag's lieber nicht, das war eine Schaltschrankgerätehersteller-Firma, die hat einen Ingenieur da abgestellt und der hat behauptet, der Schuko-Stecker ist nicht in der Lage, den Strom in die andere Richtung zu liefern. In die andere Richtung? Geht nicht, kann. Ach so, ja, das sind immer diese Kabel, die nur in die eine Richtung gehen. Der blockiert, diese, zack. Ach so, ja, der Kontakt. Kontaktsperre. Eine Krise. Da hatte ich einen Kumpel mit, auch das vielleicht ganz mal nett am Rande, der ist auch ein guter Kumpel von mir, Axel. Schönen Gruß
Gruß an dich, Axel. Mit dem haben wir viel entwickelt. Und der war kurz davor aufzustehen. Der ist so ziemlich auch kräftig. Die wollte ihm was aufs Maul hauen. Der hat die Schnauze so voll gehabt. Da wurde so viel Unsinn geredet. Das kann man sich nicht, da wird man irre. Also eine Richtung ist schon... Oder nehmen wir das, was dann in der Zeitung stand. Unmittelbar nach Reinstecken eines Balkonkraftwerks in eine handelsübliche Schokosteckdose kommt es in der Wohnung zu Explosionen und Verwüstung. Leute, stand in der Zeitung. Tja, wir kennen es alle. Wirtschaftsministerium wollte uns den Vertrieb und die Herstellung von Balkonkraftwerken verbieten. Bundeswirtschaftsministerium. Wir leben in einem freiheitlich-demokratischen System. Also das muss man sich mal vorstellen. Naja, so ist es halt abgelaufen alles. Aber jetzt haben wir das erreicht, Andreas, was wir wollten. Sie sind in jeder Tankstelle zu kaufen. So wollten wir es haben. Ja, es ist echt ziemlich cool. Also mittlerweile ist da wirklich Bewegung zu sehen. Das ist auch, passt ganz gut. Also wie denkst du, wie steht es heute? Also hat sich ja was gebessert, glaube ich. Ne? Es ist ja, also ich glaube, zu damals ist es schon... Wir sollten nicht so viel meckern. Ja. Es passieren auch Dinge, die gut sind. Ja? Die Mehrwertsteuer ist gefallen. Das ist eine gute Sache. Hat für gewisse Leute, die abschreiben wollen, ein paar Nachteile. Aber in der Regel ist es eine gute Sache, dass die Mehrwertsteuer weg ist. Es ist ein bisschen vereinfacht worden, dadurch, dass wir keine Erzeugerzähler mehr brauchen. Zumindest bis 30 kW keine Erzeugerzähler mehr. Die Anmeldung bei den Netzbetreibern muss ich hier auch wirklich mal sagen. Und viele unterstellen mir immer, ich bin von Netzbetreibern mittlerweile gekauft, weil ich diese oft lobe. Aber es gibt tatsächlich Netzbetreiber, die einem das Leben jetzt wirklich leichter machen. Es ist alles ein bisschen einfacher. Gerade die kleineren Netzbetreiber, die Stadtwerke zum Beispiel, mit denen kommen wir hervorragend zurecht. Die machen überhaupt kein Theater. Problem sind die großen. Können wir hier in EWE, E.ON, das sind die Katastrophen. Ja, tatsächlich kann ich das auch sagen. Also jetzt hier bei uns geht sogar. Also ich weiß, hier wurde viel gekämpft mit dem Netzbetreiber, ne? Und das geht eigentlich. Also ich habe es ja selber alles angemeldet, also natürlich mit Elektrikerhilfe und so weiter. Aber das ging am Ende eigentlich alles ganz gut. Ne? Also ein paar Sachen hatten wir da auch erlebt. Und wie du schon sagst, ich habe auch echt viele Erfahrungsberichte, dass halt gerade die kleineren da mittlerweile eigentlich entspannter geworden sind. Ja, das macht richtig Spaß teilweise. Ja. Da kriegst du auch eine Netzverträglichkeitsprüfung am Telefon hin. Da rufe ich meinen Marco an hier. Schönen Gruß an Marco, unser Netzmeister. Ich sage, Marco, wie sieht's aus? In dem Gebiet, Kass, kriegen wir da 50 kW ran? Sag, Holger, warte, ich gucke eben. Kein Problem, kannst machen. So, das ist richtiges Zuarbeiten, verstehst du? Mhm. Da hast du diese ganzen Sorgen nicht. Wenn ich dann in einem großen Netzbetrieb bei E.ON was größere Anlagen, 200, 300 kW am Niederspannungsnetz, da warte ich teilweise ein halbes Jahr, bis ich eine Antwort habe. Was verrückt. Wahnsinn. Naja. Ich weiß nicht, ich glaube, der größte Spaß mit meinem Zähler, das ist immer so eine Anekdote, das kennst du ja auch, ne? wo ich dann diese Freischaltung haben wollte, damit ich halt den mit der Taschenlampe, also als ich das gehört habe, ich dachte, die wollen mich verarschen. Nein, ich dachte, die will ich so einen Moment mal so ernsthaft vor. Und den Blinkcode musst du erstmal hinkriegen. Ja, ich habe echt lange an dem Ding gesetzt, die ganze Zeit, fuck, schon wieder daneben, ey, einen zu weit und wieder neu. Du bist ja nicht Tastfunk ausgebildet, ne? Bist du bekloppt, ne? Also ich dachte echt, die verarschen mich. Nein, das ist keine Verarsche, das haben die ernst gemeint. Das gibt's nicht. Also irgendwann doch. Und danach waren die irgendwas von modernen Zellen. Ich dachte, modern, also komm schon, Leute. Ich weiß, Morsecodes haben wir schon ein bisschen hinter uns gelassen. Dachte aber, okay, ich meine, okay, es funktioniert. Ne? Also ich will nicht meckern, es funktioniert unterm Strich. Was ich auch ziemlich cool fand, und das hatte auch wieder so ein bisschen, also ich muss da so eine Rede halten vor diesem Ausschuss und ich hatte die ganze Zeit überlegt, was erzählst du denen eigentlich? Laberst du die jetzt voll mit irgendwelchen Zahlen und bla bla bla? Und ich dachte, nee, ich glaube, das kommt nicht so an. Ich glaube, was die vielleicht viel interessanter finden, ist halt irgendwie, und das ist irgendwas, was ich auch festgestellt habe. Das ist gar nicht mal so die elektrische Leistung der Balkonkraftwerke. Die ist, glaube ich, begrenzt. Also damit werden wir die Energiewende jetzt nicht schaffen. Nein, das sind so 6 Gigawatt, die wir ans Netz kriegen. Etwa 20 Millionen Balkonkraftwerke. Mehr werden es nicht werden. Sowas, ja genau, ja. Denke ich auch. Aber ich meine, ist auch was, also muss man ja jetzt nicht verschenken, wenn man es haben kann. Das ist aber die Regelleistung, die wir in Europa zur Verfügung haben. Ungefähr die gleiche. Wir haben 7 Gigawatt Regelleistung. Also warum verschenken? Ne? Warum verschenken? Also machen. Genau, sehe ich auch so. Also ist eine gute Sache. Aber was ich so festgestellt habe, und ich glaube, das ist irgendwie so der springende Punkt, das ist eigentlich, dass es bei den Leuten, wenn die das mal anschließen, mal machen, dass das sowas im Kopf auslöst. Ja. Und ich habe die krassesten Klimawandel-Leugner, Skeptiker, scheißegal, wie du es jetzt nennen willst, also wirklich Leute, die überhaupt keinen Bock darauf haben, ja. Und selbst die, wenn der Zähler sich nicht mehr dreht, ne, wenn die das sehen, da passiert was. Ja, das ist wie eine Droge. Ich weiß nicht, wie Drogen wirken, aber so müssen Drogen wirken. Ja. Wir haben das ja, ich mache ja schon ganz lange, wie gesagt, Photovoltaik und bei den allerersten Anlagen, die wir gebaut haben, die waren auch zur solaren Selbstnutzung Anfang der 90er. Wenn der Zähler gestanden hat, und das waren reiche Leute, die diese Anlagen gebaut haben, Zahnärzte, Banker, alle, die Geld hatten, das hat gar keine Kredite dafür, gar nichts.
Dann haben die ein Leuchten in den Augen gekriegt und haben im Keller Hurra geschrien. Also ein gestandener Zahnarzt hat im Keller auf einmal Hurra getanzt. Ja. Das löst etwas aus und es macht süchtig nach mehr. Ja. Und dafür haben wir Balkonkraftwerke vor über 20 Jahren geschaffen. Nur aus diesem einen Grund, ja, weil wir das wussten. Wenn ihr einmal angefangen habt, Leute, dann könnt ihr nicht mehr aufhören. Das gibt eine Art Freiheit. Du kommst auf einmal dir ganz anders vor. Du hast eine gewisse Macht. Ich kann was tun gegen die Netzbetreiber, gegen die Energieversorger. Ich kann meine Kilowattstunde selber erzeugen und auch selber verbrauchen. Ja, das ist echt toll. Also es ist wirklich so. Ne? Also ich finde, es ist wirklich ein Stückchen Freiheit, was du da gewinnst. Ja. So Unabhängigkeit, Freiheit. Und ich kann es echt nur empfehlen. Mach das mal. Probiert das einfach mal aus. Geht in die nächste Tankstelle, kauft euch ein Balkonkraftwerk. Ich habe genauso angefangen. Ich habe mit so einem popeligen Balkonkraftwerk angefangen. Gut, das war so ein bisschen anders bei mir mit Akku und alles. Ja, ich habe das Video gesehen. Ein bisschen little, aber okay, es hat funktioniert. Muss man als Elektromeister auch sagen, Ja, ja. Du, aber Versuch macht klug. Genau, und aber das war, und selbst bei meiner Frau auch, ne? Also die auch. Den Zähler gesehen, wir brauchen mehr, Andreas. Und was an den Frauen so irre ist, bei meiner ist dann auch so, ich bin ja nun sehr lange verheiratet, die guckt morgens raus, alles klar, ich kann den Geschirrspüler, ich kann die Waschmaschine. Absolut. So läuft das, die guckt nicht auf ein Display oder guckt nicht aufs Handy, wir sind da ja ein bisschen technisch veranlagt. Nein, die guckt einfach raus, alles klar, heute geht das, dann ist es noch zeitgesteuert, wo das alles gar nicht nötig ist. Ich habe so viel Speicher, du kannst anmachen, weil du willst. Aber nein, sie arbeitet danach. Sie arbeitet noch hundertprozentig danach und ich finde das irre. Und das machen sehr viele Hausfrauen zurzeit so. Und das ist genau der Weg, den wir brauchen. Das, also bei uns tatsächlich auch so. Ne? Also wir haben das nie forciert oder so. Das kam einfach. Das dann, kommt, ne? Das kommt einfach. Du guckst am Anfang einfach, weil es geil ist auf den Zähler und du merkst, läuft und es ist schnell. Ich meine, ja, ich habe auch ganz viel automatisiert. Aber auch, wenn siehst du, Sonne scheint, okay, komm, lass mal die Spülmaschine anschmeißen oder kannst du auch mittlerweile programmieren, dann weißt du, ich mach die mittags an, ist alles kein Thema. Ich habe da eine kleine Anekdote, musst du dir mal eben anhören, waren so die ersten Speicheranlagen, die wir gebaut haben, haben wir bei einem 88-Jährigen gebaut. Mutti war um die 90, die war sogar 2 Jahre älter, die war aber besser zu Fuß. Er saß in seinem Lehnsessel, davor das E3DC-Gerät mit dem Display. Und seine Frau hieß Marie mit Vornamen. Und ich habe das einmal, weil wir Probleme mit dem Akku hatten, war da machen. Und dann rief er auf einmal, Marie, mach die Waschmaschine an. Marie, du kannst jetzt Kaffee kochen. Okay, das ist so hart. Da hat er mit seinem Stock immer das Display wieder zum Laufen gebracht, weil alle paar Minuten ging das ja aus. Okay. Das war der Hammer. Ich denke, da habe ich zu meinem Mitarbeiter gesagt, das geht doch nicht wirklich ab hier. Doch so, Holger, das scheint die Realität zu sein. Ja, ja. Und das kommt halt freiwillig. Das ist schön. Du wirst nicht gezwungen. Das ist nichts. Man macht es einfach, weil es schön ist. Ne? Weil es Spaß macht. Es macht echt Spaß. Und wir leben danach. Guck mal, ich mache das jetzt so lange. Ich stecke noch immer gerne, wenn ich abends nach Hause komme, mein Auto ran an die Steckdose und weiß ganz genau, du bist umsonst durch die Gegend gefahren den ganzen Tag und du wirst morgen auch wieder umsonst fahren. Das ist ein Gefühl. Ja, klar. Das kann dir keiner nehmen. Deswegen fahre ich ja seit 30 Jahren Elektroauto, weil ich das einfach geil fand. Meine Frau hat zu mir, die ersten 10 Jahre Elektro, muss ich dir nicht sagen, was für eine Katastrophe war, mit Bleibatterie. Ne? Einmal Cuxhaven, 3 Tage hin, 1 Tag Urlaub, 3 Tage zurück. Das ging nicht anders. Aber ich habe das durchgezogen. Ich bin wirklich mit diesem kleinen Scheißding von CityL bin ich zu Kunden gefahren und hatte eine fette Karre vor der Tür. Ich habe das durchgezogen. Ja, das ist echt cool. Weil es geil ist. Ja, ist so. Ich verstehe das total. Also das macht echt Spaß. Und das hast du recht, es macht was mit dir. Ja, genau. Wenn du diesen Virus einmal gehabt hast, den wirst du halt nicht wieder los. Und das ist halt auch das, was ich, glaube ich, diesem Ausschuss irgendwie gerne mitteilen möchte. Also wenn ihr irgendetwas für die Energiewende tun wollt, dann ist es das genau der richtige Weg. Lasst die Leute es selber ausprobieren. Einfach mal selber Hand anlegen, selber sehen, einfach mal anfassen, testen. Das muss praktisch irgendwie sein. Ne? Da kann man noch so viel drüber labern. Wenn du es selber machst, macht es Spaß einfach. Ja. Vielleicht nicht jedem, keine Ahnung, aber ich glaube, den meisten, die ich jetzt bisher kennengelernt habe. Ich kenne keine Ausnahme. Ja, nicht. Bisher noch keine kennengelernt. Nee. Heißt aber nicht, dass ich die nicht geben mag. Ich kenne keinen. Aber ich denke das genauso. Okay, ich hätte noch eine kurze technische Frage, also mal was ganz anderes mal zu Balkonkraftwerken, weil ich hatte das in letzter Zeit, gingen mir die Leute echt, also nicht auf den Sack, sondern ganz viele Fragen. Das finde ich eigentlich überhaupt nicht schlimm. Im Gegenteil, ich freue mich eigentlich, wenn aber man hat nur begrenzt Zeit. Da ging es darum, was ist eigentlich so, also gerade Stadtleute, die jetzt Mietwohnungen haben, irgendwie einen Balkon und wollen sich da gerne was dranhängen. Ist ja auch total super, finde ich gut. Und die haben jetzt irgendwie eine Außensteckdose, die mit so einer Klappe vorne, das kennen ja die meisten. Klappdeckelsteckdose IP65, das ist die Isolation, die Steckdose hat.
Ja, genau, so diese typischen Dinge halt. Ja. Da war jetzt die Frage halt immer, und das wusste ich tatsächlich auch nicht, da geht es mir jetzt aber auch gar nicht so sehr um die Norm oder so, sondern mehr um Erfahrung. Was, wenn ich da jetzt so einen typischen Balkonsolarstecker reinstecke, ne? Also einen guten Gummistecker. Einen guten Gummistecker, genau. Ja. Ich denke, das sollte es schon so sein. Also muss man da jetzt wirklich praktisch irgendwie befürchten, dass da Wasser reinläuft, wenn da mal Regen rankommt? Also oder? Ich würde mal so sagen, wenn du nicht einen Gartenschlauch direkt drauf hältst, ja, ein Eimer Wasser kann sie ab. Ich kann das sagen, weil ich ganz genau weiß, wovon ich rede. Ich komme aus der Veranstaltungstechnik und ich habe ja jahrzehntelang auch auf Open Airs gearbeitet und da hat man böse mit Wetter zu tun bekommen. Und wir waren ja mit Strom an allen Ecken und Kanten und das waren auch alles Klappdeckelsteckdosen. Diese blauen Schukos, kennst du vielleicht noch, ne? Diese Industriesteckdosen oder Maschinenbausteckdosen. Also wir haben nie ernsthafte Wasserprobleme mit solchen Steckdosen gekriegt. Und deswegen kann ich da jedem nur sagen, habt einfach keine Angst. Steckt das Ding in eure IP65-Dose, die da keine IP65 mehr ist, in den Klappdeckel annimmst und steckt euren Schokostecker rein und alles wird gut. Überhaupt keine Probleme. Ja, sehr cool. Das freut mich. Aber das war so eine Frage, die kam oft auf. Wenn jetzt als Eigenheimbesitzer ist mir das wurscht, ich mache da einfach eine Anschlussdose dran. Dann ja, da kannst du es machen, aber im Mietbereich geht das nicht. Genau. Da musst du halt den Mieter fragen oder die WEG fragen oder wen auch immer fragen. Dann, ne? Dann geht das Theater halt los. Ne? Ja, cool. Also total spannend. Letzte Frage oder so ein bisschen, was ich auch total spannend finde. Also wir überlegen halt auch mit der Truppe, die sich da jetzt bei uns zusammengetan hat, so ein bisschen mehr Richtung Bürgerenergiewende uns vielleicht da noch mehr einzusetzen. Mal schauen. Also sieht im Moment so aus, jetzt würden wir es wahrscheinlich angehen. Da fände ich deine Meinung auch nochmal total interessant, weil du bist, glaube ich, auch so ein Verfechter der Bürgerenergie. Ne? Ja, also wir müssen eins erstmal verstehen. Wir müssen es selbst in die Hand nehmen. Jeder Bürger für sich muss seine eigenen Energieprobleme selber lösen, ne? Weil die Bundesregierung wird für euch wenig lösen. Und es ist auch eine Bürgerenergiewende nicht unbedingt in Bürgerhand gewollt. Das darf man immer dabei nicht vergessen. Das wird vielleicht von außen immer anders betrachtet, aber wir wissen, also ich habe ja jeden Tag damit zu tun, wir wissen, dass das so ist. Und wir wollen die Leute dazu erziehen, dazu sind diese Videos ja da, deswegen machen wir uns die Mühe, ne? In unserer Freizeit, ne? Du machst es ja auch nicht anders. Und wir machen uns die Mühe deswegen, weil wir die Leute dazu erziehen wollen, selber Hand anzulegen. Was du eben schon sagtest, mit dem Balkonkraftwerk anfangen, dann vielleicht mal eine eigene Anlage. Vielleicht mal mit dem Netzbetrieb oder mit dem Netzmeister oder mit irgendjemandem reden, der Ahnung hat, wie kann ich das vielleicht selbst aufs Dach kriegen? Kann ich vielleicht in einer Straße es sogar organisieren, dass wir einen gemeinschaftlichen Einkauf machen? Dass wir uns alle gegenseitig helfen? Einer hat einen Dachdecker, einer hat einen Elektriker. Das aufs Dach ist ja gar nicht so das Problem. Das Problem ist nachher, die Anlage anzumelden. Und dass du natürlich einen Elektriker findest oder Netzzugelassenen einen Meisterbetrieb, der dann für dich anmeldet, weil er muss ja die Gesamtgarantie dann übernehmen. Und deswegen muss das halt ein bisschen gesteuert ablaufen. Aber ihr könnt euch alle selber helfen. Das Material ist komplett zur Verfügung. Materialprobleme haben wir gar nicht mehr so große. Wir haben nur ein Riesenproblem. Wir haben keine Leute. Ja, das ist Wahnsinn, ne? Es hakt an den vier wichtigsten Gewerken. Dachdecker, Zimmerleute, Heizungsmonteure, Elektriker. Wir wollen eine Welt umbauen und haben genau die Gewerke, die wir zum Umbauen der Welt brauchen, haben wir nicht. Ja, da sehe ich tatsächlich auch ein großes Problem. Also das kriege ich ja dauernd mit. Ne? Also mich schreiben zig Leute an. Ich finde einfach, ne, ich habe Bock. Ich finde keinen, der es macht. Ne? Habe ich auch selber erlebt. Ja, der macht das so selbst. Also ja, deswegen. Ne? Ich zeige ja auch immer deswegen mit den Klimaanlagen. Gut, da musst du halt schon jemanden haben, der sich mit Kältemittel da auskennt. Ne? Sonst, aber... Ja, aber selbst die Klimasplitgeräte, da brauchst du doch, das ist doch alles so und so gebaut, da musst du nicht evakuieren, gar nichts, du kannst doch fast alles alleine machen. Ja, ich finde das auch albern. Ich denke mir ehrlich gesagt auch immer, weißt du, diese Quick-Connect-Geschichten, also spätestens dann, ja, wenn das alles vorvakuumiert ist, du steckst dir, das ist idiotensicher, also da musst du dich schon echt anstrengen, um da irgendwie Kältemittel zu verlieren. Kann passieren, ne? Also wie gesagt, ich will das jetzt auch nicht zu schön reden, aber... Aber es ist schon heute sehr, sehr ordentlich gemacht. Ja, also das kriegt jeder ich denke hin. Auch, das ist schon was anderes. Und es fehlt uns an allem, an Ausbildungsleuten, es fehlt an Handwerkern. Warum bitte schön macht ihr es nicht selbst und bringt eure Energiewende selber in Gang? Denke ich auch, ja. Wir arbeiten uns zurzeit in Bremen durch eine ganze Straße durch, die stecken sich alle gegenseitig an. Hm. Ja, und die helfen sich auch schon untereinander. Und das ist genau das, was wir so ein Spirit, wir müssen bei den Menschen so ein Spirit erzeugen, dass die Bock drauf kriegen, ne? Und dann kommt noch das Elektroauto irgendwann. Es ist ja bei den meisten Leuten endlich erst das Elektroauto da, dann kommt die PV oder umgekehrt. Mhm. Und wir müssen die Leute mehr zum Selberbauen animieren. Ja, ich kann es auch nur empfehlen. Ne? Also wie gesagt, am eigenen Beispiel, also billiger kriegst du es nicht. Nein, die Energie wird ja dann auch extrem günstig, wenn ich selbst viel mache. Weil eins der größten Kostenfaktoren ist bei PV, erstmal der Speicher ist das teuerste mit und dann kommt auch schon gleich die Lohnarbeit. Ne? Weil das Material selber ist ja mittlerweile nicht mehr so das Drama. Ja. Ne? Und da muss man wirklich jetzt an die Leute im Halb appellieren. Wenn wir Energiewende wirklich in Bürgerhand wollen, dann müssen wir das leider auch selber machen.
Ja, also, wenn man es kann, aber wie gesagt, wie du meinst, ne, wenn man sich da in einem Dorf oder in einer Kleinstadt oder so mal irgendwie zusammentut, in so einer kleinen Community, da geht ja meistens schon was. Also gilt vielleicht eher fürs Land, kann ich mir vorstellen. Auf dem Land ist es einfacher. Die haben mehr Kontakt untereinander, ja, die Leute. Genau. Und da sind auch dummerweise die Handwerker auch teilweise mehr bereit, noch nebenbei was zu machen. Hm. Das ist in der Stadt gar nicht mehr so der Fall. Nicht? Also, ja, da sind die Leute so Work-Life-Balance, Quality-Time. Du weißt, das ist ja alles Neudeutsch, das ist ja ganz fürchterlich. Arbeiten macht nicht krank. Ja. anderes Thema. Ja, das war's. Da haben wir vorher schon zu viel Munition verballert, während wir uns unterhalten haben. Ne? Ja, alles gut. Zu lange ist auch nicht gut, sonst wird es langweilig. Ich glaube, wir hatten es mal alles so ein bisschen angeschnitten. Und ich finde es auch schön, dass wir uns jetzt hier einfach mal auch kennengelernt haben, getroffen haben. Ja. Ich glaub, spontan haben wir das einfach entschlossen. Ne? Ja, macht auch Sinn, glaube ich. War auch eh mal an der höchsten Zeit. Ja, wir gucken uns ja gegenseitig. Ja. Da kennen wir uns ja auch. Und ja, ich denke, das ist eine gute Sache. Lass auch unbedingt in Kontakt halten. Ich denke, da können wir sicherlich. Ja, wir können ja eine ganze Menge austauschen, weil habe ich das nicht reingekommen und gesagt, ne? Wissenschaft trifft auf Handwerk. Ne? Das ist ganz witzig, teilweise da einen Austausch mal hinzubekommen. Ja, macht auch total Sinn. Ist ja auch wichtig. Ne? Also halte ich jetzt auch für sehr, sehr wichtig. Wobei ich, was jetzt das angeht, vielleicht auch eher der Handwerker und nicht so der Wissenschaftler bin. Naja, du kommst in deinen Videos aber immer wie ein Wissenschaftler rüber. Das ist schon sehr gut. Ja gut, das ist wahrscheinlich eine Berufskrankheit. Das du machst halt jeden Tag, dann musst du, ziehst du das halt durch. Ja, du bist unterwegs mit exakten Zahlen. Während ein Handwerker wie ich, der ist mit so Haut-auf-Mentalität unterwegs. Ich schöpfe aus Erfahrungen, haben wir schon mal gemacht, müssen wir da so ähnlich machen. So sind wir unterwegs. Ich kann auch gar nicht anders handeln, weil mit der Erfahrung, dadurch bist du ja in der Lage, auch die Dinge einfach zu machen, ne? Wenn du mit Erfahrung arbeitest. Ne? Ja, mit Daumenwerten arbeiten wir viel, das geht auch gar nicht anders, weil wir einfach wissen, dass das geht. Ne? Und so eine exakte Wissenschaft, eine Photovoltaikanlage zu bauen mit Planung und Mach und Tu und exakten Zeichnungen, da sind wir weit von weg, das machen wir alles gar nicht. Wir entscheiden teilweise auf der Baustelle erst über das Bauen. Ja, ich kann auch sagen, dass die Pläne, die man sich macht, auch sehr gerne mal nicht funktionieren. Ach, gut, dass du das mal sagst. Also das muss nicht immer so hinhauen, wie man sich das vorstellt. Nein, du kannst planen, bis der Arsch blutet, aber es funktioniert am Ende nie so, wie du es geplant hast. Ja, ist bei mir auch. Also klar, das ist einfach so, ne? Das ist dann real life. Ich kann ja mal ein paar Hardcore-Pläne erzählen. Also in der harten Zeit, die habe ich ja mitgemacht, von 2008 bis 2012, Volleinspeisung, 18% Rendite. Wir mussten bauen, wir haben Tag und Nacht gearbeitet, Wochenenden durch. Ich bin teilweise wochenlang nicht aus meinem Auto rausgekommen, weil ich nur am Wechselrichter aufbauen war. Und dann mussten jetzt Ringpläne gezeichnet werden. Und dann hat gerade der Container angeliefert auf der Baustelle, Elektriker schon vor Ort, Stringplan, kein Papier. Entweder ein Stück Karton abgerissen vom Karton, wo die Module drin waren. Und die allerschlimmsten Pläne, die wir gezeichnet haben, da hat es geschneit. Wir haben ja im Winter weitergebaut. Da haben wir Stringpläne im Schnee gemacht und sie abfotografiert. Also gut, wir haben es hinterher dann ordentlich in die Dokumentation reingekriegt. Aber nur so wurde gearbeitet. Ne? Du musst es eben dem ganz schnell mitteilen. Du machst mal 12 in Reihe, dann nochmal parallel 12 an den Wechselrichter. Dran geschrieben den Wechselrichter, SB 3000, fertig, Ende. So, dazu war ein String, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Naja, bei mir war es ähnlich mit den Lithiumzellen. Ne? Ich habe, glaube ich, 3000 Stück habe ich getestet. Ne? Also, das war geil. Im Nachhinein denkst du dir auch so, was war denn da mit dir nicht in Ordnung? Also, was stimmt mit dir nicht? Damals war das total sinnvoll. Voll geil, ich mach das jetzt. Ne? Ich kann an der Stelle nochmal, ich muss jetzt selber lachen. Mir kommt immer wieder die Frage, ich war auch ganz wild auf Kleinwindkanlagen. Im Studium hatten wir extra ein Semester Windkraftanlagen. Und da hat uns der Professor ganz klar gesagt, windumstrichene Fläche geht in der dritten Potenz in der Leistung ein. Mhm. Merkt euch einfach diesen Satz. Ich wollte es nicht glauben. Ich habe mir dann einen alten Telefonmast besorgt, der schon ein bisschen größer war. Dann Baugenehmigung gab es gar nicht, da keine Chance. Habe mir zwei Container auf mein Grundstück gestellt, die sind ja mobil. Und habe den Mast da oben drauf geschweißt. Und habe da oben dann so ein kleines 1,2 kW Windrad mit 0,75er Länge von den Flügeln gebaut. Meine Frau sagt, was machst du? Was soll denn der Scheiß? Das ist ein Windspiel. Guck mal, du sitzt vor deinem Wechselrichter und betest den an. Es kommt, Leute, es kommt einfach nichts. Ja, ja. Ich habe dann irgendwann noch lauter Verzweiflung, habe ich den ganzen Scheiß fotografiert. Bei eBay Kleinanzeigen gab es noch nicht. Bei eBay reingesetzt für 1 Euro.
und habe tatsächlich jemanden gefunden, der den Scheiß für 1 Euro abgeholt hat. Oh, ich hatte so einen Hals. Naja, ein Geld versenkt für so. Also Pläne funktionieren oft nicht, Andreas. Das ja, ist halt, also gerade in dem Bereich so DIY, wo man da ist das halt Learning by Doing. Ne? So ein paar Grundkenntnisse sollte man haben, damit man sich nicht umbringt. Aber ja, bei Strom ist immer so eine kleine Berührungsangst sollte bleiben. Ja, und als Elektriker kann ich es dir sagen, immer Respekt vor Strom haben. Das ist kein Spaß, gerade um Gleichspannung, wenn es sich um Gleichspannung handelt. Also die haben mehrere Fälle gehabt, weil die Wirkung eines Gleichspannungsumschlages tritt erst Tage später ein. Darf man immer nicht unterschlagen. Kennst du den das Video von, ich weiß nicht, ob du den kennst, Elektroboom heißt der? Den Namen kenne ich, ja. Ja, guck dir das mal an, der hat mal so einen Test gemacht mit seiner Zunge. Was? Das Video ist da mal. Solange du mit 9 Volt arbeitest, ist das in Ordnung. Ja, also der hat erhöht. Also. Das musst du mal geben, das ist richtig gut, also das lohnt sich. Boah, echt? Spaß. Ja, ja. Ja, das sind so Dinge, die ich zum Beispiel bei Gleichspannung, wir können über Wechselstrom, über jeden Scheiß. Ich hatte einen Ausbildungsmeister, der hat mit den 2 Fingern hat er 230 Volt gemessen und mit dem Daumen und dem kleinen Finger hat er 380 damals, wir hatten früher ja 380 im Netz, also 400 Volt gemessen. Da war so viel Horn und der wusste genau, das sind 230. Und das mit Wechselstrom sollte man so einen Unsinn auch nicht, aber das ist nicht ganz so schlimm. Also das kann man durchhalten, aber Gleichspannung ist puh. Nee. Vorsichtig. Also er hatte verglichen, dann was tut mehr weh. Das ist Quatsch. Also der ist auch glaube ich, Elektroingenieur. Ja, so. Gut, dann weiß er wenigstens, was er macht, tut er langsam hochgedreht. Weil das war Spaß, war witzig. Ja. So viel zu den Erfahrungen. Ja. Ja, cool. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich denke, das wird sicher nicht das letzte Interview gewesen sein. Wir werden es bestimmt noch ein paar Mal über den Weg laufen. Und dann sage ich, danke, dass du da warst. Hat richtig Bock gemacht. Hat mich echt gefreut. War so ein schöner, lockerer Tag heute mal wieder. Weil ich benutze mein Auto ja als Büro, habe die ganze Zeit telefoniert auf der Herfahrt hierher. Mach's aber Rückfahrt genauso. Und mir ist ja immer egal, wo ich hinfahre. Hauptsache, ich kann unterwegs irgendwas machen. Nee, hat Spaß gemacht. Lockerer Art. Cool. Dann, ja, Leute, vielen Dank. Haut rein, wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss. Ciao.